Aktuellen Eid widerrufen. Wir müssten gerade keinen haben. Also ja. Okay, Eid geleistet. And here, take this ring. Katzeneidring, ja. If thou wearest that ring, it allows for thine summoning. If mine senses reveal intruders, then I will summon thee. Fend them off, sir. I beseech only this. I shall summon others who will, by their honor, work tirelessly with thee. Thou shalt receive great reward, and whatsoever ye shall pillage will be thine own. A true agreement, not so. But thou must heed the golden hand. The clan is thine own farm. To thine kinsmen forever stay true. Darest not in any attempt to double cross. Have no doubt, such wretchedness never will we tolerate. Okay, also. Sie hat uns einen Ring gegeben. Und da ist der NPC, den ich gemeint habe. Das ist Shiva aus dem Osten. I've heard all about you. I'm Shiva of the East, Captain of the Brigade. Let's teach you the clan basics now, as there's no time to chat in the midst of fighting. Except there is little in the form of rules, you hear. Fight and hunt as you like. Whoever's fastest gets the prey. That's the way we do it. Only don't forget what Arvina said. Traitors aren't given a second chance for any reason. That's about it then. Don't worry. It's a good old time, isn't it? Great to have you with us. Good hunting to you. Ja, hat er noch mehr zu sagen? Don't worry now. You'll be called in soon enough. Hunters with patience score the best kills. Okay, mehr hat uns hier nicht zu sagen. Er wird aber an einem anderen Ort nochmal auftauchen. Gut, hat uns Alvina noch was zu sagen? Ah, thou dost cometh. How fares ye? My hopes for thee are of the highest. Do not such a hope shatter with foul disproportion. Ja, also sie scheint uns auch nicht mehr viel zu sagen haben. Gut. Und übrigens, sie hängt zur Hälfte aus dem Fenster raus. Wenn wir es mal von hier aus betrachten. Da seht ihr es. Alvinas dicker Hintern. Alvinas dicker Allerwerteste, das wäre der perfekte Name für diese Folge. Gut, aber wir sind hier jetzt Mitglied im Forest Eid und haben in dem Sinne auch einen Ring gekriegt. Katzeneidring. Ein Ring, der nur Waldjägern ausgehändigt wird. Antwort auf Alvinas Beschwörung. Die weiße Katze, naja, so weiß ist sie nicht. Ich glaube, ja, das soll weiße Katze Alvina, beherrscht die menschliche Sprache und lebt seit dem Beginn des Zeitalters des Feuers. Sie war eine enge Vertraute von Ritter Artorias und dem großen grauen Wolf Sif. Jupp. Also sie redet uns davon ab, Artorias Grab zu suchen. Was wir im Augenblick eh noch nicht tun wollen. Dafür können wir eine Schatzkiste plündern hier mit Steinstulpen. Also ja, wir haben jetzt gerade eben die Rüstung der Steingolems gefunden, die wir das erst beim ersten Besuch besiegt haben in diesem Wald. Der Steinritter ist ein Produkt alter Magie. Diese Stulpen sind zwar auch von Zauberkraft durchtränkt, aber sind sie unfassbar schwer. Ja, die moosbedeckte Rüstung eines Steinritters, des Verteidigers des Finsterwurzgartens. Okay. Gut. Wir sind im nächsten Teil des Gartens. Und hier sieht man Pilze rumlaufen. Hallo Jungs. Ihr seid schon mal keine Fliegenpilze. Ihr könntet aber andere Giftpilze sein. Deswegen habe ich schon mal nicht vor, euch zu essen. Sondern ich will mich hier eigentlich nach Sachen umgucken.
Hier gibt es nämlich einige Sachen zu holen. Also erst einmal möchte ich genau den See finden. Weil hier sind die dicken Pilze, die uns nicht so freundlich gesonnen sind wie die kleinen. Genau, die wollen uns nämlich einen Gong geben. Au. Ja, hallo Batzi. Das sind wirklich Bud Spencer Pilze. Au. Ja, ich mache definitiv was falsch. Komm her. Genau, so muss man die nämlich bekämpfen. So, und jetzt noch die andere Hand. Wow, genau, dann schleudern sie einen nämlich direkt ins Nirvana. Au. Und man kommt auch nicht ordentlich weg von ihnen. Wow, schnell wegrollen. Wow, wow. Autsch. Schnell wieder was trinken. Also ja, hier verschwende ich gerade ordentlich Heiltränke. So. Schlag noch mal zu und ich töte dich. Und ich kann dich sogar plündern. Du droppst nämlich Goldharz hier. So, das war der erste große Pilz. Ich habe mich gerade total verlaufen. Ja, ist das die... Ah, da ist der See. Weil die beiden Pilze bewachen hier eine Truhe. Wow, das hätte mich jetzt fast... Hätte mich jetzt erwischen sollen für meine Leichtsinnigkeit. So, und nochmal mit der anderen. Es ist immer komisch, dass Muster wieder zuschlägt. Das war riskant. Genau, weil manchmal schlägt er gar nicht mit der linken zu, sondern nur mit der rechten. Und wenn er dann mal mit der linken zuschlägt, mitten in unseren Angriff rein, kriegen wir einen ordentlichen Gong auf die Nase. Ja, sehr gut. Einfach weg ist die Devise. Und die kleinen Pilze kann man, wie man sieht, ignorieren, weil die sind einfach nur friedlich. Wow, das war nichts. Ich habe gedacht, ich könnte ihn so one-hitten. Aber nein. So, nochmal zwei Goldharz. Sehr schön. Und sehr viele Seelen, wie man sehen kann. So, Schatzkiste mit der blauen Glut. Zur Waffenveredelung erforderliche Glut. Blaue Glut, eine Form der Magie, wird nur von Wirnheimer Magieschmieden bearbeitet. Wandelt deine Zauberwaffe zu einer verzauberten Waffe um. Die verzauberte Waffe kann auf plus 5 verstärkt werden. Verzauberte Waffen richten Zauberschaden an und werden durch Intelligenz gesteigert. Also ja, normalerweise verlieren Magiewaffen, wenn man sie verzaubert, all ihre Skalierungen. Beziehungsweise, ich glaube, nee, Magiewaffen werden einfach nur schlechter. Na, wie auch immer. Sie verlieren ihre... Naja, sie werden einfach schlechter. Kriegen Magieschaden, machen weniger physischen Schaden und so weiter. So, hier ist eine Brücke, die zu einem großen leuchtenden Tor führt, das ich noch lange nicht betreten möchte. Was dahinter nämlich verborgen ist, kommt später. Aber soweit ich weiß, liegt hier doch noch irgendwo was rum. Also ja, im Wald müsste noch irgendwo... ein Gegenstand rumliegen, eine Seele, soweit ich das auch richtig weiß.
Also laufe ich mal ganz kurz den Wald, das Waldstück hier oben ab, bevor ich zu dem unteren da gehe. Das Wichtigste haben wir ja jetzt, die Glut. Und wie wir ja gelesen haben, ist, können Würnheimer Zauberer damit gut umgehen. Und wir kennen ja einen Zauberer aus Würnheim. Ja. Aber nee, hier ist, glaube ich, nichts mehr im Wald verborgen. Außer ich bin blind geworden mittlerweile. Oder lag das doch da unten irgendwo rum, wo ich jetzt gleich als nächstes hingehen will. Aber nee, ich war der Meinung, hier in dem Gebiet hier lag noch eine Seele rum. Werd mich wohl vertan haben. Wie gesagt, ich kann mir auch nicht jeden einzelnen Gegenstand merken. So. Hier entlang. Ach, da ist die Seele, genau. Und da sehen wir auch schon einen Gegner, und zwar eine Riesenalwina. Seele, ehrenwerter Ritter. Ja, die Riesenalwina kann man mit einer ganz einfachen Strategie besiegen. Nämlich, indem man einfach zwischen den Bäumen Deckung sucht. Na, komm her. Genau. Lass dich einfach verhauen. Und wenn wir sie auf 50% gebracht haben, dann mischen sich normalerweise noch zwei weitere ein. Genau, sie hier kommt wieder. Und da ist schon die nächste. Aua. Also ja, Biss ist böse, aber hinter diesen Bäumen sind wir geschützt vor ihnen. Außer vor ihrer tollen Rollattacke, wenn wir nicht hinter den Bäumen stehen. Na komm her. Die lassen sich ungern hauen. Heilen wir uns mal so. In den Bäumen sind wir nämlich sicher. Jo, komm her. Wow, und roll. So, und stirb. Die erste ist schon mal weg. Und ja, die geben uns nur 2000 Seelen pro Stück. Aber sind so ziemlich leicht zu besiegen. Au. Wenn wir nicht gerade solche Aktionen machen. Sprungangriff mitten in ihr Maul. Dass sie uns da nicht einfach nommen. Genau. So, stirb. So, die andere kommt wieder angerollt. Ja, das kann eine etwas längere Aktion hier werden. So, genau. Roll schön. Und stirb. Au. Na, das wollte ich nicht, aber das hat wenigstens ordentlich gezogen bei den beiden. So, letzte Heilung verbraten. So, und kommt ihr her? Ja, komm angerollt. Kann ich weglaufen? Ja, genau, in deine Kollegin kannst du reinrollen, auch wenn dir das gar keinen Schaden macht. Ja. So. Wenigstens hat unser Schwert genug Wumms, um sie ein bisschen zu unterbrechen. Komm her. Komm, Mietz, Mietz. So, Nummer 2 ist weg. Und jetzt haben wir nur noch die dritte. Na komm, die können wir auch ein bisschen verdreschen. So. So, weg mit dir. Und man merkt, warum ich in den Wald wollte. Guckt euch mal unser Seelenkonto an.